mein Video über mein Studium an der Universität Greifswald. In diesem Video geht es um den Studiengang Germanistik, den ich dort studiert habe. Der Studiengang ist an dieser Uni ein Zweifachstudiengang. Das bedeutet, man muss ihn kombinieren mit einem anderen Studiengang. Das habe ich auch gemacht. Ich habe Germanistik und Kommunikationswissenschaft an dieser Uni studiert. Falls euch interessiert, wie ich zu Kommunikationswissenschaft stehe, und falls ihr dazu ein ebenfalls ausführliches Video möchtet, dann würde mich die Rückmeldung sehr freuen. Daumen hoch, beziehungsweise das gerne nochmal in den Kommentaren sagen, weil ich nicht weiß, ob das ein Studiengang ist, der euch interessiert. Soll ich dazu ein Video machen, extra nochmal oder nicht? Bitte schreibt mir das, das würde mir sehr helfen. Es geht in diesem Video also nur um den Studiengang Germanistik, den ich an der Uni Greifswald studiert habe. Das ist wichtig, weil erstens ist das nur ein Teilstudiengang und das muss man immer im Kopf behalten. Und zweitens kann ich nur über meine Erfahrungen an dieser Uni sprechen. Jede Uni ist anders, jeder Studiengang wird anders behandelt in jeder Uni. Nicht nur von den Texten, die gelesen werden und den Dozenten, sondern auch vom Aufbau des Studiums. Also alles, was ich euch jetzt erzähle, ist auf mein Studium, auf die Zeit, in der ich studiert habe, in den letzten 4 Jahren waren das in meinem Fall, und eben auf die Uni Greifswald bezogen. Und deswegen kann es dazu Abweichungen geben, wenn ihr an einer anderen Uni studiert oder wenn ihr von anderen Unis was anderes gehört habt. Das liegt daran, dass es sehr unterschiedlich ist, je nach Uni. Das wollte ich nur vorweg gesagt haben. Ich werde erstmal ein paar Informationen zum Studium geben. Dann sage ich euch, wie das Ganze so aufgebaut ist. Und dann erzähle ich euch natürlich auch noch, womit kam ich besonders gut zurecht, womit weniger, was fand ich schwierig und was positiv und negativ. Und am Ende kommt natürlich ein Fazit. Kann ich den Studiengang Germanistik an der Uni Greifswald empfehlen? Ja oder nein? Vielleicht packe ich euch noch Zeitstempel in die Infobox. Dann könnt ihr zu den einzelnen Punkten skippen, falls ihr das machen wollt. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn ihr alles guckt, denn dann habt ihr alle Informationen, die ihr braucht. Und vielleicht interessiert euch das auch, was ich so insgesamt zu sagen habe. Wie gesagt, es geht hier um meine Erfahrung. Wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, dann würde ich gerne davon hören. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr so studiert, ob ihr das gleiche studiert an einer anderen Uni, was so die Unterschiede sind und ja, was ihr so für Erfahrungen macht. Und vielleicht sind ja auch Leute dabei, die das noch studieren wollen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit gerne fragen. Ich weiß, dass ich schnell spreche. Ich versuche es mit Pausen und so erträglich zu machen. Die meisten stört es weniger. Falls es euch stört, ihr könnt die Geschwindigkeit unten am Video irgendwo da einstellen. Dann könnt ihr sie runterdrosseln. Nur falls euch das stört, wollte ich das nochmal gesagt haben. Genau. Angefangen erstmal mit den Grundinfos. Wie gesagt, Germanistik ist ein Zweifach-Bachelor an der Uni. Und ich erzähle euch erstmal, wie ich dazu kam, Germanistik zu studieren. Es war nämlich gar nicht mein Ausgangspunkt. Ich wollte das eigentlich ursprünglich nicht studieren und bin erst später dazu gekommen. Ich hatte nicht den Deutschleistungskurs. Das ist auch keine Voraussetzung, aber ich hatte ihn nicht und hatte deswegen auch nicht den Plan, Deutsch zu studieren. Germanistik ist ja nichts anderes als die deutsche Sprache und deutsche Texte im Endeffekt. Und ich habe angefangen, Kommunikationswissenschaft und Anglistik, also Englisch, zu studieren. Gleichzeitig natürlich, ist ja ein Zweifach-Bachelor, und habe nach 2 Semestern gemerkt, dass Anglistik überhaupt nicht mein Fall ist. Ich liebe die englische Sprache, aber sie zu studieren ist was völlig anderes. Und dann habe ich eben gemerkt, okay, das ist nicht so meins. Ich finde es schon irgendwie spannend, Sprache zu analysieren, aber die englische Sprache will ich nicht so auseinandernehmen. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, was ja leider nötig ist in dem Fall, bin ich auch einfach nicht gut darin. Englisch zu studieren ist je nach Uni wahrscheinlich auch unterschiedliches Niveau, aber ich fand das an dieser Uni sehr schwierig, weil direkt am Anfang das Niveau sehr hoch war. Es wurde sehr viel erwartet. Ich sage damit nicht, dass es negativ ist, aber das war halt meine Erfahrung, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss hier richtig viel reinstecken. Ich verstehe nur die Hälfte. Nicht vom Hören her, sondern von der Grammatik, denn die englische Grammatik ist völlig anders als die deutsche. Und Grammatik war direkt das erste Fach. Und es war ziemlich kompliziert, es war sehr, sehr hoher Arbeitsaufwand. Und ich habe einfach gemerkt, ich komme nicht hinterher, ich komme nicht mit. Und ich habe das auch nicht wirklich drauf. Ich muss da sehr viel für pauken und bin dann immer noch zu unsicher. Und ich bin in den ersten 2 Semestern durch zu viele Prüfungen gefallen und habe auch gemerkt, das ist nicht mein Fach. Und dann habe ich gedacht, okay, Kommunikationswissenschaft möchte ich weiter studieren. Was könnte ich dann kombinieren? Und dann habe ich gemerkt, oh, man kann natürlich auch Deutsch studieren. Ich liebe die deutsche Sprache. Ich lese natürlich fast alles auf Deutsch. Ich mag auch deutsche Klassiker sehr. Und mich interessiert es, mich mit Texten und der Sprache auseinanderzusetzen im Endeffekt. Und habe mich dann entschieden,
mich bei Germanistik anzumelden. Ich war da schon im dritten Semester Kommunikationswissenschaft. Das heißt, da war ich etwas weiter. Und in Germanistik habe ich dann neu angefangen, was ich nicht schlimm fand. Und ich habe auch sehr bald Leute gefunden, denen das ähnlich geht, die ungefähr auf meinem Stand waren. Und es war eigentlich sehr gut. Und ich habe es bis heute nicht bereut. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Das heißt jetzt nicht unbedingt schon vorweg, ob es eine Empfehlung ist oder nicht, aber ich habe es erstmal nicht bereut an der Stelle. Germanistik ist ein 6-Semester-Studiengang, also 3 Jahre, wenn man sich genau an die Semesterzahl hält, was ich nicht getan habe, aus verschiedenen Gründen. Aber wenn man jetzt das so nach Musterstudienplan und so weiter macht, dann ist man 3 Jahre damit beschäftigt, das zu studieren. Also 6 Semester. Ein Semester geht immer ein halbes Jahr, plus minus. Ja, genau. Das also dazu, wie ich dazu kam. Insgesamt gibt es 14 Module. Es gibt 3 Teilwissenschaften, könnte man das nennen, die studiert werden, nämlich ältere deutsche Literatur, neue deutsche Literatur und Sprachwissenschaft. Diese 3 Teile sind an den Unis unterschiedlich. Das sind die 3 Teile, die bei mir an der Uni Greifswald durchgehend im Germanistikstudium geprüft wurden und gelehrt wurden. Es gibt auch Universitäten, wo man Kinderliteratur, KJL in dem Fall, Kinder- und Jugendliteratur noch als System hat. Bei uns gab es das nicht. Bei uns gab es ältere Deutsche, neue Deutsche und Sprachwissenschaft. Genau, das dazu. Also 14 Module, 3 Teile. Insgesamt musste man 65 Leistungspunkte abholen. Das ist ohne die Bachelorarbeit. Man kann die Bachelorarbeit ja in einem der beiden Teilstudiengänge machen. Also man kann sich am Ende aussuchen, möchte ich in Germanistik den Bachelor schreiben oder im anderen Fach, in meinem Fall in Kommunikationswissenschaft. Und der gibt natürlich nochmal extra Punkte, aber 65 Leistungspunkte kriegt man durch die 14 Module, die man absolviert. Und es sind eben 3 Teilwissenschaften. Genau, das erstmal dazu soweit. Dann erzähle ich euch jetzt ein bisschen was über den Aufbau des Studiums. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Ich versuche mich klar und deutlich auszudrücken. Falls ihr Fragen habt oder irgendwas unverständlich ist, fragt einfach. Im ersten Semester hatte man in meiner Uni zumindest 2 der 3 Teilwissenschaften, nämlich Neue Deutsche Literatur und Sprachwissenschaft. Und am Anfang des Studiums ist es so, dass man erstmal Einführung in die Fächer hat. Das ist ganz normal, das ist ja eigentlich überall so, dass man erstmal die Basis schaffen muss und sich erstmal erkundigen muss, was ist überhaupt der Sinn des Ganzen, was macht man in dem Fach und wie geht das. Und dementsprechend war es auch bei mir. Im ersten Semester hatte ich das Basismodul Neue Deutsche Literatur. Die meisten Module bestehen aus einer Vorlesung und einem Semester. Vorlesungen sind immer relativ groß und relativ offen und Seminare, Semester habe ich schon gesagt, Seminare meine ich natürlich. Seminare sind relativ klein, das sind kleine Gruppen und da hat man mehr Auswahlmöglichkeit. Meine Uni ist sehr klein. Wir haben sehr kleine Studiengänge und deswegen weniger Seminare zur Auswahl. Das ist aber eigentlich auch ganz gut. Dazu komme ich aber später noch. In dem Fall war es im Basismodul so, dass wir die Einführung in die Literaturwissenschaft hatten und die Grundlagen Textanalyse. Ich mochte das eigentlich, die Einführung in die Literaturwissenschaft war ein bisschen sehr allgemein. Das ist aber normal, weil man, wie gesagt, erstmal gucken muss, was ist überhaupt Literaturwissenschaft, welche Teilbereiche gibt es. Es ist nun mal eine Einführung. Und die Grundlagentextanalyse mochte ich sehr gerne, weil wir, wie gesagt, Texte gelesen haben, wir haben sie analysiert. Was ich nicht so mochte, war, dass gerade in der Prüfung, am Ende gab es eine Klausur von 90 Minuten, dass der Fokus sehr stark auf Gedichten lag, also auf Lyrik. Und man da sehr geguckt hat, okay, wie kann man das einordnen? Ne? Da musste man sehr viel machen. Das lag mir überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht immer so, aber bei uns war das ein recht großer Teil in dem Modul. Ansonsten mochte ich das. Es war, wie gesagt, einfach eine Einführung. Ich hatte einen Dozenten, den ich sehr mochte im Seminar. Leider ist der zwei Semester später von der Uni weggegangen. Ich hatte also nur das bei ihm und das im zweiten Semester. Aber ja, ansonsten mochte ich das sehr. Sprachwissenschaft, da hatte ich auch das Basismodul, nämlich die Einführung in die Sprachwissenschaft und die Grundlagen der Syntax, also der Grammatik. Das mochte ich sehr. Die Einführung war, wie gesagt, auch sehr allgemein. Einführungen sind, glaube ich, einfach immer so und ich glaube auch nicht, dass man die besonders lieben und besonders hassen kann. Die Prüfungen sind an der Stelle zum Glück noch recht einfach, weil es so allgemein gehalten ist. Aber ansonsten kann man dazu nicht viel sagen. Es ist halt einfach, ne, die Basis von dem, was man wissen muss, um weiter voranzuschreiten. Und die Grundlagen der Syntax sind also alle grammatischen Grundlagen der deutschen Sprache. Und es klingt jetzt wahrscheinlich für einige furchtbar, die sagen, was, Grammatik? Es ist aber nicht so schlimm, wie es klingt. Ich habe
da sehr viel Spaß gehabt. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es viel einfacher ist, wenn man erstmal eine Weile drin ist. Es gab dazu Tutorien, also quasi Hilfsangebote, Hilfsübungen, die man nebenbei als Kurse noch belegen konnte, die einem noch geholfen haben. Und ich fand es einfach, ich fand es aber vor allem auch spannend und interessant, weil das wirklich ein Seminar ist, wo man macht. Man hat ständig Übungen und man muss ständig dran arbeiten und ständig rausfinden, okay, ist das jetzt ein Prädikat oder nicht und ne, wo steht das an der Stelle und so. Und das fand ich sehr spannend. Das liegt natürlich nicht jedem, aber da es die Grundlagen der Syntax sind, ist auch das nicht wirklich schwierig. Das Niveau ist an der Stelle noch nicht so hoch und es ist daher sehr machbar. Also das sind in der Regel nicht die Kurse, wo die meisten Leute durchfallen. Und ich habe sie auch bestanden. Grundlagen der Syntax habe ich sofort bestanden. Textanalyse, da brauchte ich noch einen Versuch, weil ich wirklich ein komplettes Blackout hatte in der Prüfung. Schrecklich. Im zweiten Semester kam dann das Basismodul ältere deutsche Literatur hinzu. Ältere deutsche Literatur ist in dem Fall alles, was das Mittelalter angeht. Also die mittelalterliche Literatur, die Mittelhochdeutsch-Literatur. Und da hat man erstmal Verstehensvoraussetzungen. In dem Kurs wird alles erklärt, was die Hintergründe der Literatur sind. Denn das Mittelalter ist vom Lebens- und Gesellschaftsstandard völlig anders als bei uns natürlich. Und dementsprechend gibt es einige Hintergründe, die man dafür erstmal wissen muss, um überhaupt zu verstehen, wie die Literatur entstanden ist, was die Literatur ausmacht und wie sie zu lesen ist. Denn man muss ja Literatur immer im Kontext lesen. Und dann gab es natürlich noch Sprachkompetenz, denn die Texte sind ja alle auf Mittelhochdeutsch und das ist ganz schön schwierig. Am Anfang ist man völlig überfordert, weil es ist Deutsch, aber es ist eine völlig andere Form des Deutschen. Weil die meisten Grammatikregeln und die meisten Dinge, die wir in der heutigen Sprache haben, damals noch nicht so existiert haben. Es gab andere Regelungen, es gibt eine ganz andere Umgangsform mit den Wörtern. Und das ist sehr schwierig. Es kommt einem tatsächlich vor wie eine Fremdsprache im ersten Moment. Und man muss das lernen. Und die Sprachkompetenz war das, wo ich am Anfang sehr, sehr Schwierigkeiten mit hatte. Da gab es dann auch eine Klausur von 90 Minuten. Das war sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Aber die Klausur war dann viel einfacher als gedacht, weil man tatsächlich mehr verstanden hat, als man im ersten Moment gedacht hätte. Und die Klausur war außerdem sehr entgegenkommend und sehr nett und freundlich. Aber in dem Fall musste man halt dann mittelhochdeutsche Texte übersetzen und eben den Sinn rausziehen können. Also man muss halt mittelhochdeutsch lesen können, man muss es theoretisch auch sprechen können, aber eigentlich geht es ums Lesen und ums Schreiben. Und muss eben dann die Texte nachvollziehen können, um eben später Textanalysen durchführen zu können mit diesen Texten. Wir haben immer Textausgaben gehabt, wo natürlich die deutsche, hochdeutsche Übersetzung mit dabei war. Das ist sehr hilfreich, aber in der Klausur muss man dann eben übersetzen können. Das klingt jetzt wahrscheinlich extrem, geht aber eigentlich. Im ersten Moment ist man geschockt, weil es wirklich wie eine komplett neue Sprache wirkt. Man lernt es dann aber doch ganz gut, denke ich. Und auch im zweiten Semester ist dann schon das Aufbaumodul 1 von neuer deutscher Literatur. Da geht es dann wieder um Textanalyse. Da hat man eine Vorlesung oder zwei Seminare zu Literatur, Text und Theorie und dann noch ein Seminar zur Textanalyse an sich. Und da ging es wirklich darum, sich genau anzugucken, wie ist die Struktur von Texten, welche Erzähltexttheorien gibt es und wie kann man die anwenden. Und wir haben da alles Mögliche gelesen. Wir haben zum Beispiel Der Sandmann gelesen von E.T.A. Hoffmann, Der zerbrochene Krug von Kleist, also Verschiedenes. Und haben dann im Seminar einfach geguckt, wie kann man das analysieren, was gibt es für Punkte, die einem auffallen. Und da musste man die erste praktische Übung machen, nämlich eine eigene Textsortenanalyse machen. Textsorte, sage ich schon, Textanalyse. Die hatte nur 5 Seiten, war daher ganz kurz und gar nicht umfangreich. Aber es war natürlich spannend, weil es die erste Analyse ist, die man hat. Und das erste, wo man wirklich praktisch ausprobieren muss in der Prüfung, wie genau gehe ich jetzt an den Text ran. Wir konnten den Text frei wählen, das fand ich sehr angenehm. Und das war ja der nette Dozent, den ich sehr mochte, der mir sehr entgegenkam. Und deswegen fand ich das nicht schwierig und es war sehr aufregend, weil es einfach, wirklich mal was Neues war. Und das war das fürs zweite Semester. Also ihr merkt schon, man hat in den meisten Semestern 2 der 3 Themen, also 2 der 3 Module und da dann immer 2 Veranstaltungen. Also meistens hat man 4 Veranstaltungen, also 2 Seminare und 2 Vorlesungen. Außer im dritten Semester, da waren dann alle 3. Das dritte war relativ umfangreich. Da hat man das Aufbaumodul 1 der älteren deutschen Literatur und Sprache. Das ist die Sprachgeschichte der deutschen Sprache von den Anfängen bis ins 16. Jahrhundert. Also da lernt man wirklich alles, wo es um die Sprache geht. Wo kommt die Sprache her? Gibt es das eine Deutsche oder
gibt es mehrere Formen. Wie ist die Entwicklung? Wie wurde die Sprache verändert über die Zeit hinweg? Wie wurde sie benutzt? Was gibt es da für Normen? Wirklich vom Anfang der deutschen Sprache, kann man den so benennen oder nicht, das ist auch die Frage, bis ins 16. Jahrhundert hinein. Also das ist halt eben ältere deutsche Literatur, geht meistens bis zum 16. Jahrhundert und danach beginnt der Teil neue deutsche Literatur. Das lässt sich nicht so genau ziehen, aber das ist eben der Punkt. Und historische Semantik. Semantik ist ja die Wortbedeutung und das war ein Fach, das ich sehr geliebt habe, auch wenn es recht komplex war, weil wo die Wörter ihre Bedeutung herhaben, nicht immer eindeutig zuzuweisen ist und bei vielen Wörtern recht kompliziert ist. Aber es ist super interessant, heutige Wörter sich anzugucken und zu überlegen, wie hießen die früher und wo kommt die Bedeutung her. Und ich fand das sehr spannend. Semantik ist grundsätzlich ein spannendes Fach, aber in dem Fall haben wir dann halt gelernt, wie die Ursprungsbedeutung ist, wo sie herkommt und eben solche Sachen. Und da gab es dann auch eine Klausur von 90 Minuten, die auch sehr machbar war. Und das war eigentlich ein sehr spannender Fall, weil es da mehr um das Geschichtliche ging. In der neuen deutschen Literatur hatte ich im dritten Semester das Aufbaumodul 2 der neuen deutschen Literatur. Da gab es dann Literatur und Literaturgeschichte. Das war eigentlich auch ganz spannend und das mochte ich auch eigentlich sehr. Und da gab es dann eine mündliche Einzelprüfung. In meinem Fall war das total cool, es war, glaube ich, keine mündliche Einzelprüfung. Ich glaube, wir hatten das Referat in dem Fall gewählt. Und wir hatten da ein Seminar zum Thema Fernsehserien. Also ihr merkt schon, es ist nicht immer rein textlich, sondern in dem Fall ging es auch um die Konstruktion von anderen Dingen. Und wir hatten das Thema Fernsehserien. Und das war sehr, sehr spannend. Da haben wir dann auch eine Analyse gemacht. Und das war echt ein ziemlich cooles Seminar. Und im Aufbaumodul 1 der Sprachwissenschaft, da ging es dann um die Grundlagen der Textlinguistik. Und der Semantik. Semantik, wie gesagt, Wortbedeutung. Und im Seminar Text und Semantik hat man das dann noch näher gemacht. Das mochte ich auch, wobei ich das relativ kompliziert fand zunächst. Da musste man schon ein bisschen dabei sein, ging aber. Und da musste man eine Hausarbeit schreiben. Ich habe die Hausarbeit über Textsorten geschrieben, weil ich das ein sehr spannendes Feld fand. Aber das fand ich recht komplex. Also das war nicht ganz ohne, aber auch sehr machbar. Genau, das ist zu den ersten drei Semestern. Und dann kommen wir zum vierten Semester. Im vierten Semester gab es das Aufbaumodul Ältere Sprache, Ältere deutsche Sprache und Literatur. Das zweite Aufbaumodul. Also jeder der drei Fächer hat drei Aufbaumodule und das Basismodul. In dem Fall war es das zweite Aufbaumodul. Und da ging es um mittelalterliche Literatur und Kulturgeschichte und mittelalterliche und frühneuzeitliche Literatur. Und das war auch sehr spannend, denn da gab es viel auch zum Thema Mythen. Denn die Geschichte dessen hat natürlich viel mit Mythen und Legenden zu tun und es war sehr, sehr spannend, darüber was zu erfahren. Die Prüfung war dementsprechend auch ganz gut, denn ich finde Mythen und Legenden sehr spannend und sehr faszinierend und wo die herkommen und ne, da gibt es sehr viele interessante Dinge zu. Und außerdem gab es das Aufbaumodul 2 der Sprachwissenschaft. Das ist Sprachgeschichte der Deutschen vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, also quasi der zweite Teil von dem, was wir schon hatten. Und eben Sprachgeschichte. Und das war eigentlich auch ganz gut. Hier war es ein bisschen schwierig, weil wir hier viel Dialektik hatten. Also viel, wo kommen Dialekte her, wie sind die aufgebaut? Und das ist ein sehr, sehr großes, umfangreiches Fach. Und wir hatten einen Dozent, der den Stoff nur so durchgeprügelt hat. Es war sehr viel Stoff, es war eine sehr schwierige Klausur. Wir haben sie alle bestanden, aber das war wirklich nicht ohne. Ist aber sehr spannend. In dem Fall war es nur einfach Massen an Stoff. Genau. Im fünften Semester gab es das Aufbaumodul 3 der älteren deutschen Literatur und Sprache. Das war, fand ich, mit das Schwierigste, obwohl es auch sehr interessant war. Da gab es Methoden und Verfahren historischer Textwissenschaft. Also da haben wir gelernt, wie geht man jetzt bei einer Textanalyse für mittelalterliche Texte vor. Weil die Textanalyse für Mittelalterliches komplett anders ist als die von neuer Deutscher. Und da muss man ganz viele neue Methoden und Verfahrensweisen lernen und eben gucken, wie ist das in der neuen Deutschen und wo ist der Unterschied und wie macht man das richtig, wenn man an mittelhochdeutsche Texte rangeht. Und dann hatten wir Lektüre-Seminare, wo wir eben immer das Ganze auch praktisch angewendet haben. Und da mussten wir am Ende eine Hausarbeit schreiben von 10 Seiten. Und das war mit Abstand die schwierigste Hausarbeit überhaupt, weil diese Verfahrensweisen so anders waren. So kompliziert und ja, für mich war es völlig Neues. Und das war nicht ganz ohne. Dann hatten wir das Aufbaumodul 3 der neuen deutschen Literatur. Da hatten wir Literatur, Kultur und Medien in beiden Fällen. Das waren auch sehr interessante Fälle. Und auch dazu mussten wir eine Hausarbeit schreiben.
Ja, das war eigentlich auch ganz gut. Ich habe mich jetzt, glaube ich, geirrt. Ich glaube, das war das mit den Fernsehserien, Kultur und Medien, genau. Also ich hatte mich jetzt geirrt. Das andere war auch spannend, aber ich glaube, da hatte ich ein Referat zu einem anderen Thema. Ich habe mich jetzt gerade geirrt. Also hier haben wir dann über die Fernsehserien gesprochen und darüber eine Hausarbeit geschrieben. Wie ich bereits sagte, das ist eben was anderes als bei einer Textanalyse, das zu analysieren. Und das war auch sehr, sehr spannend. Und wir haben alle möglichen Fernsehserien geguckt, die ich kannte und welche, die ich noch nicht kannte, Twin Peaks zum Beispiel, und die analysiert. Das war sehr spannend. Und genau, das war das fünfte Semester. Dann gab es noch das Aufbaumodul 3, Sprachwissenschaft. Und da ging es um die Linguistik der gesprochenen Sprache und die Gesprächanalyse. Und das war für Sprachwissenschaft mit das Schwierigste, fand ich, aber auch mit das Spannendste. Denn da geht es bei Gesprächsanalyse darum, dass man ein Gespräch aufnimmt und es dann transkribiert. Weil wenn man ein Gespräch abschreibt sozusagen nach den linguistischen Vorgehensweisen, da muss man auf sehr viel achten und das ist sehr, sehr kompliziert. Macht sehr viel Spaß, weil es total spannend ist, auf die kleinen Ausdrucksweisen zu achten. Wo wird ein Satz nicht ganz zu Ende gesprochen? Wo ist eine Pause? Wo nicht? Ist es eine lange Pause, eine kurze Pause? Und das war sehr spannend. Es war ziemlich schwierig. Dazu mussten wir ein Portfolio erstellen und ich hatte richtig Angst, ob ich das bestehe. Aber es war super spannend, sich einfach mal anzugucken, wie Gespräche aufgebaut sind, was für Arten von Gesprächen es gibt und was für kleine Feinheiten da drin sind. Und die zu untersuchen, das hat sehr viel Spaß gemacht. Genau. Und dann im sechsten Semester und letzten Semester hat man das Wahlmodul. In unserem Fall konnte man wählen zwischen neuer deutscher Literatur und Sprachwissenschaft. Bei Sprachwissenschaft hat man Plattdeutsch. Also in unserem Fall einfach ein Seminar, wo man Plattdeutsch lernt und schreiben muss und eben auch sprechen, glaube ich. Und regionale Varietäten. Das hat wieder mit den Dialekten zu tun, was ja Plattdeutsch auch ist. Und das war eben die eine Möglichkeit. Und bei Neudeutscher Literatur hatten wir eben Konzepte der Literaturwissenschaft und ein Seminar zu den literaturwissenschaftlichen Dingen. In meinem Fall waren es, glaube ich, Gewalt in der Literatur und Gesellschaft in der Literatur. Und das habe ich gewählt. Also ich habe neue deutsche Literatur genommen, weil ich zwar Plattdeutsch spannend finde, mir das aber nicht zugetraut habe. Denn am Ende gab es eine mündliche Einzelprüfung und der Dozent ist sehr streng gewesen in dem Fall. Und da habe ich gedacht, dann wähle ich lieber neue deutsche Literatur und bin auch sehr gut damit klargekommen. Zurechtgekommen. Das war eine gute Wahl in meinem Fall. Und ich bin sehr froh, dass ich das gewählt habe. Denn es war ein sehr spannendes Seminar. Wir sind in dem Fall auch ins Theater gegangen, zweimal, weil wir Texte gewählt haben, die aufgeführt wurden. Und haben uns das dann eben angeguckt, wie das im Theater umgesetzt ist. Was bei der Thematik Gewalt in der Literatur sehr spannend ist. Und das mochte ich total. Denn so kam man auch mal ein bisschen raus und ich mag das Theater und ich finde es immer ganz spannend, wie man sowas auf die Bühne bringt. Und in dem Fall waren es ja Bühnenstücke, aber trotzdem war es mal was anderes. Und da gab es dann eben eine Einzelprüfung und das waren die 6 Semester. Ich weiß, es ging jetzt relativ schnell und es tut mir auch sehr leid. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr fragen. Jetzt komme ich zu dem Punkt, was ich positiv sehe und was ich negativ sehe. Positiv fand ich die Vielfalt, denn dadurch, dass man ältere Deutsche, neue Deutsche und Sprachwissenschaft hat, hat man so viel Verschiedenes gemacht. Man hatte Mythen und Legenden, was ich super spannend fand. Der Kurs war richtig cool, die Dozentin war super und die Prüfung war entsprechend auch ganz gut, weil man dann wirklich alles über Herkules und Athene und so weiter gelernt hat, viel über die alten deutschen Texte gelernt hat und die Mythen und Legenden fand ich richtig cool. Man hatte Mittelhochdeutsch, was ich nicht so mochte. Aber ich fand es gut, dass wir das gehabt haben, weil man sich nicht wirklich bewusst macht, wie weit die deutsche Sprache gekommen ist. Und ich fand es so spannend, sich anzugucken, wie das früher war, obwohl ich sagen muss, dass ich die Teile, wo ich selber übersetzen musste, furchtbar fand, weil ich gar kein Talent dafür hatte. Ich habe es zwar alles bestanden, das war nicht das Problem, aber ich hatte damit Schwierigkeiten. Also das fiel mir schwer, aber ich sehe es positiv insofern. Dass es mir Spaß gemacht hat. Also positiv sehe ich die Vielfalt der drei Teilbereiche. Ich mochte Neudeutsch eigentlich am meisten, weil ich die Texte ab dem 16. Jahrhundert spannender finde und mehr mag. Und ich glaube, dass mir die Analyse dessen auch grundsätzlich immer leichter fiel. Und deswegen mochte ich das sehr. Wir hatten sehr, sehr gute Dozenten in allen drei Fächern. Also ich kann mich nicht beklagen, dass wir furchtbare Dozenten haben. Die sind alle sehr kompetent. Und die wissen genau, wovon sie sprechen. Die können gut mit den Leuten umgehen. Und das mochte ich. Wie gesagt, wir hatten ein paar Wechsel drin, gerade in neuer deutscher Literatur, aber ich kam gut mit den Dozenten aus.
Und ich schreibe in neuer deutscher Literatur auch meinen Bachelor, einfach weil ich glaube, dass mir das am meisten liegt. Und deswegen hat es mir auch immer Spaß gemacht. Wir hatten, wie gesagt, das Seminar zu der Serienanalyse, was wirklich toll und sehr spannend war. Einfach weil ich viele der Serien nicht kannte und weil ich mir auch nie überlegt habe, wie man so eine Serie analysiert und wie sich das von Texten unterscheidet. Und die Hausarbeit war nicht ganz einfach, weil es wirklich viel Arbeit ist. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also das sind so die Seminare, die ich besonders mochte. Und ja, ich mochte es auch, dass wir so eine kleine Gruppe waren. Und das ist ja, was ich meinte. Die Universität Greifswald ist grundsätzlich eine sehr kleine Uni. Besonders, wenn man es jetzt mit Uni Berlin, Uni Bremen oder so vergleicht. Das sind große Hörsäle, unendliche Massen Leute und eben sehr viel Anonymität. Und das gibt es an unserer Uni nicht wirklich. In den Vorlesungen sind es dann schon mal so 100 Leute. Aber das ist sehr wenig, wenn man sich das überlegt. Und auch in Germanistik ist es ja so, dass immer welche abspringen. Es werden immer weniger Leute. Und in den Seminaren sind es dann immer so 20 bis 25 Leute. Ich hatte auch schon Seminare mit 5 Leuten. Das war sehr spannend, weil man dann in sehr guten Austausch kommt. Es ist ein gutes Gespräch. Man ist ja gut dabei. Man muss die Texte dann auch lesen. Und man muss wirklich dabei bleiben. Und in dem Seminar war das schwierig, weil es Texte von Goethe waren, die ich nicht mochte, wo ich nicht so wirklich mit klar kam, auch aus Analysegründen und so. Aber es war spannend, weil man hat Kurse, wo nur 5 Leute drin sind. Man hat Kurse, wo 20 Leute drin sind. Aber größer wird es nicht. Und man hat nicht so sehr Probleme, in die Seminare reinzukommen. Bin immer in das Seminar gekommen, was ich wollte. Und die Dozenten können einfach gut damit umgehen. Und das mochte ich sehr. Wir haben natürlich eine kleinere Auswahl. Das kommt gleich noch. Aber ich mochte das, dass man so Klassenatmosphäre hatte. Man kannte die Leute schon nach den ersten paar Wochen. Man wusste immer, ah, okay, den kenne ich aus dem Kurs und die kenne ich daher. Und ich mochte das, weil dieses Familiäre ist, finde ich, ein großer Vorteil von kleinen Unis. Das ist eine Geschmackssache. Ich war auch an einer relativ kleinen Schule, wo es auch nur sehr wenig Leute gab. Wenn man jetzt an einem riesigen Gymnasium war und grundsätzlich in Großstadt und Menschenmassen Mensch ist, dann ist man auf einer größeren Uni vielleicht besser aufgehoben, weil man vielleicht Anonymität auch schätzt. Es gibt ja immer beide Seiten. Ich mochte das, dieses Klassenmäßige und dieses jeder kennt jeden so ein bisschen. Das ging alles sehr schnell. Und ich finde auch, dass es positiv ist, dass die Dozenten einen dann kennen. Und man halt mit den Dozenten viel sprechen kann und es macht den Umgang viel einfacher. Der Dozent weiß sofort, in welchem Kurs du warst, der kennt dich total und der kann halt dann einschätzen, wo deine Stärken und Schwächen sind. In den Prüfungen macht es das einfacher, weil die Dozenten halt schon wissen, wo können sie eher fragen und wo nicht so, was sind Stärken und Schwächen. Und wir haben wirklich sehr, sehr nette Dozenten an der Uni, die es einem immer extra leicht gemacht haben und die einem immer weiterhelfen wollten. Und in Germanistik ist mir das sehr positiv aufgefallen, die Dozenten, die Größe der Kurse, die Vielfalt fand ich auch sehr gut. Ich hätte zwar gerne Kinder- und Jugendliteratur gehabt, als ich wusste, dass es geht. Aber ich meine, ich kam trotzdem mit dem, was wir hatten, zurecht. Und ich mochte es auch, dass wir so viel Sprachwissenschaft hatten. Weil das ist das wirklich Wissenschaftliche. Und das ist das, was man so in der Schule auch nicht so richtig hat. Natürlich hat man Grammatik, aber sich dann wirklich zu gucken, wie sind die Textsorten genau aufgebaut, wo gibt's die Feinheiten und so. Ich fand das sehr spannend. Ich mochte alle drei Bereiche, aber am meisten neue deutsche Literatur. Und ich fand die Vielfalt auch sehr toll. Und ich mochte auch die Theaterbesuche sehr. Wir sind, wie gesagt, in dem einen Kurs zweimal ins Theater gegangen. Ich fand die Theateraufführung furchtbar, beide. Aber ich fand es gut, dass wir uns rausgewagt haben und uns das auf der Bühne angeguckt haben. Das ist nicht immer so, natürlich. Das kommt auf das Thema an und darauf, welcher Dozent das macht und so weiter. Aber ich mochte das. Das war sehr vielfältig. Und was fiel mir schwer, beziehungsweise was ist eher negativ? Schwer fiel mir Mittelhochdeutsch als Sprache natürlich. Ich hatte auch Schwierigkeiten mit den Texten, weil das Nibelungenlied zum Beispiel und Erik und Enita, das sind wirklich Texte, die, also spannend ist anders. Es sind Texte, die viel mit Wiederholstrukturen arbeiten, die umfangreich sind, die viele Figuren haben und das sind einfach andere Texte aufgrund von anderen Gesellschaftsstrukturen. Und ich kam überhaupt nicht damit zurecht. Ich fand die super langweilig. Ich fand das Analysieren schwierig und ich mochte das Mittelhochdeutsche nicht. Aber ich hatte super Dozenten, auch in der Form. Und deswegen kam ich ganz gut durch, weil in dem Fall der Unterricht trotzdem gut gestaltet war, spannend gestaltet war. Aber das mochte ich am wenigsten und ich hatte auch damit am meisten Schwierigkeiten, abgesehen von der Dialektik, weil ich Dialekte und Sprachvarietäten sehr spannend finde, aber das ist sehr viel zu lernen und das ist ein Riesenbereich und wir hatten dann eine sehr schwierige Klausur, weil wir da einen Dozenten hatten, der hatte sehr hohe Ansprüche, könnte man sagen und das, wir sind alle durchgekommen, aber das ist meine schlechteste Note bisher und ich finde es auch nicht so toll
Und was ich auch negativ sagen muss, was jetzt noch gar nicht angesprochen wurde natürlich, weil es noch nicht relevant wurde, ich habe ja einen Zweifach-Bachelor. An meiner Uni ist es aber so, dass man zusätzlich, weil man in den Bereichen nur so wenig Bachelor-Punkte hat, um auf die insgesamt gebrauchte Bachelor-Punktzahl zu kommen, noch General Studies obendrauf machen muss. Jetzt denken sich alle, General was? Ja, das ist quasi ein Halbstudiengang, wo man selber auswählen kann, was man macht, der einem die extra Punktzahl geben soll. Da braucht man 30 Punkte, man braucht ein Praktikum. Das war in meinem Fall nicht das Problem, denn ich konnte ein Praktikum im Verlag machen und das war eigentlich ganz gut. Auch wenn es ein ganz kleiner Verlag war, gehört das zu den positiven Dingen. Wenn ihr wollt, kann ich darüber auch nochmal sprechen. Das gehört aber nicht in dieses Video. Ihr müsst nur wissen, wenn ihr Germanistik und Kommunikationswissenschaft machen wollt oder wenn ihr Germanistik mit irgendwas kombinieren wollt, müsst ihr ein Praktikum machen. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr in Germanistik das Praktikum macht oder in dem anderen Fach. Ich habe es in Germanistik gemacht. Hier oben gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten und ich hatte nicht die Möglichkeit, woanders hinzufahren, weil das Praktikum recht umfangreich war. Ich mag das, dass man Praktikum machen muss, einfach weil Praktika immer gut sind. Man braucht die Erfahrung und ich bin sehr dankbar um jede Erfahrung, die ich sammeln konnte. Es hat mich nur ein halbes Jahr gebraucht, weil ich nebenbei noch Kurse machen musste. Also das Praktikum sehe ich als positive Sache, aber negativ war eben, dass ich dann noch General Studies nebenbei machen musste. Ich habe Fotografie gemacht, also Kunst. Man konnte sich, wie gesagt, aus allen anderen Studiengängen Sachen, die angeboten wurden, aussuchen. Und ja, das klingt erstmal ganz toll, aber wenn man dann die Punktzahl machen muss und das noch zusätzlich zu dem, was man eh schon machen muss, ist man nach einer Weile genervt, weil man nicht so schnell in die Kurse reinkommt. Da muss man sich sehr viel Mühe geben, weil alle in die Kurse rein wollen. Ja, und weil einem trotzdem nur begrenzt, was zur Auswahl steht. Ich habe Kunst gemacht, also Fotografie. Der Kurs war super toll und das kann ich auch sehr empfehlen. An dieser Uni ist das der Vorteil, dass man Kunst machen kann für einen Punkt. Das gibt 5 Punkte. Man braucht insgesamt 30 Punkte. 10 davon oder 20. Genau, 10 davon, glaube ich, durch Praktikum. Und dann habe ich noch Gender Studies gemacht. Das war ein furchtbarer Kurs. Würde ich nie wieder machen. Finde ich richtig schlimm. War auch alles, was ich an Gender hasse, ist in diesem Kurs vorgekommen. An der Gender-Debatte. Also Gender Studies. Dann hatte ich noch Geschichte. Das war auch ganz gut. Würde ich aber niemals freiwillig machen. In dem Fall konnte ich mir auch die Seminare nicht aussuchen. Und dann hatte ich Geschichte der Wikinger. Das war relativ spannend. Und Geschichte des Deutschen Reiches, was so gar nicht spannend war, was ich wirklich gehasst habe. Aber ich musste es machen, um auf die extra Punktzahl zu kommen. Also ich musste, wie gesagt, 2 Fächer und General Studies als Zusatzfach machen, wo ich frei wählen konnte, aber nur bedingt, weil eben nicht alles zur Verfügung stand für General Studies. Und da brauchte ich eine große Punktzahl und das mochte ich überhaupt nicht, kann ich nicht empfehlen. Aber wenn man es vorher weiß und wenn man sich darauf anstellt, glaube ich, dass es gar nicht so schlimm ist. Ich finde das jetzt nicht so toll. Aber ich meine, ich habe Erfahrung gemacht. Diesen Fotokurs hätte ich niemals machen können, wenn ich General Studies nicht gemacht hätte. Also man kann das so und so sehen. Natürlich sind es Erfahrungen, die man macht. Und natürlich fand ich den Fotokurs toll und ich hätte niemals ein Fotolabor nutzen können ohne diese Möglichkeit. Aber Geschichte fand ich furchtbar und musste das nur machen, um auf die Punkte zu kommen. Obwohl ich gar nicht Geschichte studiere. Es hat alles Vor- und Nachteile, deswegen in dem Fall ist es eher negativ, aber es gibt auch positive Seiten dessen, wollte ich damit nur sagen. Speziell ist eben an unserer Uni, dass wir eine kleine Uni sind. Die Gruppen sind sehr klein. Es gibt sehr wenig Dozenten zur Auswahl. Die sind spitze dafür, also die Dozenten sind nicht das Problem. Die sind super. Aber man kann eben wenig wählen zwischen den Seminaren. Also wenn man an anderen Unis 7 oder 8 Seminare zur Auswahl hat, dann gibt es bei uns 4 Seminare und 2 muss man wählen. Die Auswahl ist also sehr begrenzt. Mich hat das nicht gestört, aber das ist halt schon ein Unterschied zu den größeren Unis. Und an unserer Uni ist es so, dass man General Studies obendrauf machen muss, was man wissen sollte und was ich manchmal geliebt habe und manchmal gehasst. Und man macht eben ältere deutsche, neue deutsche Literatur und Sprachwissenschaft und das bis zum Ende durch. Man hat in allen Fächern mehr oder weniger gleich viele Kurse und gleich viele Schwerpunkte. Dann komme ich zum Fazit. Kann ich das Studium Germanistik an der Uni Greifswald empfehlen? Ja oder nein? Ja, kann ich auf jeden Fall. Ich habe fast nur positive Erfahrungen gemacht. Man muss vorher wissen, dass es diese General Studies gibt. Das ist relativ wichtig, weil sonst rennt man da rein, ist völlig überfordert.
und dass man da wenig Hilfe bekommt, weil die General Studies Leute sind furchtbar verpeilt und haben keinen Plan von nichts. Aber wenn man das vorher weiß und wenn man weiß, okay, ich kann da auch Kunst belegen und wenn ich mich rechtzeitig anmelde, geht das schon, kommt man damit zurecht. Und ich mochte die Schwerpunkte. Es kommt halt drauf an, was man will. Wenn man jetzt sagt, ältere deutsche Literatur interessiert einen gar nicht, dann kann man Unis wählen, wo die nur die Basis von ältere deutsche Literatur machen und danach zum Beispiel Kinderliteratur. Kinder- und Jugendliteratur. Und der Schwerpunkt ist an jeder Uni anders. An dieser Uni sind alle drei, also ältere deutsche Literatur, neue deutsche Literatur und Sprachwissenschaft, gleich gewichtet und man hat eben entsprechend Kurse. Und wenn man das mag, wenn einen das nicht stört, kann ich das sehr empfehlen. Die Gruppen sind klein, es ist Klassendynamik und ich finde das super. Es kommt halt auf die Präferenzen drauf an. Aber ich muss sagen, ich hatte eine positive Zeit. Ich habe mein Studium sehr genossen und sehr geliebt. Ich war zwischendurch im Stress und ich hatte zwischendurch Angst, ob ich was nicht bestehe. Aber ich bin ganz gut durchgekommen und ich mochte die Leute total. Ich mag die Dozenten immer noch alle sehr. Manche haben halt gewechselt und mit manchen kommt man persönlich besser aus als mit anderen. Aber kompetent sind die alle sehr und das mochte ich. Deswegen ist mein Fazit an dieser Stelle, ich mochte mein Germanistikstudium. Ich habe mich etwas geärgert über die General Studies, die sehr kompliziert sind. Ich habe sie jetzt hier nur angerissen. Da müsst ihr euch nochmal informieren und vielleicht kommen da noch ein paar Fragen auf. Aber ich mochte das eigentlich und ich mag diese Uni auch sehr. Die Gebäude sind super schön, nicht alle. Manche sind sehr schwierig zum Sitzen, aber wir haben auch sehr viel renoviert. Also bei uns kommt jetzt ganz viel an neuen Gebäuden, wovon ich nicht mehr profitiere. Aber ich mochte das, ich hatte ein tolles Studium mit Abstrichen, weil man nie jeden Kurs liebt und man nie jeden Schwerpunkt so nachvollziehen kann und nie jeden Dozenten 100% mag. Aber grundsätzlich kann ich sagen, ich mochte mein Studium und ich hatte eine gute Zeit und ich hoffe, dass das Ende auch so gut ist. Ich bin gerade in der Bachelorarbeitsphase in Neue Deutsche Literatur und ja, drückt mir die Daumen, dass es was wird. Und ja, das ist, was ich an dieser Stelle sagen kann. Ich habe bestimmt 1000 Sachen vergessen. Bitte schreibt mir in den Kommentaren, wenn ihr Fragen habt oder wenn ich was vergessen habe, worauf ich nochmal eingehen soll. Ich kann nochmal ein extra Video machen, aber vor allem möchte ich wissen, wollt ihr zur Kommunikationswissenschaft auch ein extra Video wie dieses oder eher nicht? Das würde mich interessieren. Und ja, das war's von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ein Daumen hoch würde mir da sagen, wie die Tendenz so ist. Und ja, das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!